Forschungsteams weltweit finden schon seit Jahren immer mehr Beispiele dafür, dass wir Tiere wohl lange gnadenlos unterschätzt haben. Nicht nur Menschenaffen und Menschen können Probleme lösen, individuelle Entscheidungen treffen und langfristig planen, sondern auch einige andere Tierarten. Das stellt die Weltsicht der Biologie so komplett auf den Kopf, denn offensichtlich haben wir uns selbst lange Zeit als Spezies überbewertet. Welche Experimente zeigen, dass Tiere viel mehr sind als reine Reizreaktionsmaschinen und wie sich Forschungsteams diese Erkenntnisse beispielsweise beim Bau intelligenter Maschine zu nutzen machen wollen, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Das Video ist in Zusammenarbeit mit der richtig, richtig guten Zeitschrift Technology Review entstanden. Am Ende habe ich ein Gratis-Exemplar für euch. Herzlich willkommen. Die große Frage, die über allem steht, ist das Verhalten einer Tierart das Ergebnis eines biologischen Automatismus oder aber steckt dort die Planung, Hartnäckigkeit, ja vielleicht sogar die individuelle Entscheidung eines Tieres dahinter? Immer mehr Indizien finden Forschungsteams weltweit jedenfalls dafür, dass wir die geistigen Leistungen anderer Lebewesen sehr unterschätzt und uns selbst total überschätzt haben. Dazu ein Beispiel. Ein französisches Forschungsteam konnte erst vor kurzem zeigen, dass Honigbienen nicht in der Lage sind, kleine Mengen zu vergleichen, sondern dass die Tiere sogar das Konzept der Zahl 0 verstehen. In dem Experiment wurden die Bienen mit Zuckerlösung belohnt, wenn sie das Bild auswählten, das die wenigste Anzahl an Elementen zeigte. Wenn die Tiere also zwischen einem Bild mit 3 oder 6 Elementen wählen konnten, sollten sie im besten Fall das mit den 3 Elementen wählen. Das Forschungsteam war mehr als überrascht, als die Bienen sich für das Bild ohne Punkte, also für 0 Elemente entschieden. Es scheint also so, als wüssten die Bienen, dass 0 auch eine Zahl ist. Kinder brauchen Jahre, um das zu verstehen, denn die 0 ist neurologisch gesehen eine riesige Herausforderung. Dazu Adrian Dyer von der University Melbourne, der an dem Experiment beteiligt war. Es ist relativ einfach für Neuronen auf Reize wie Licht oder die Anwesenheit eines Objektes zu reagieren. Aber wie können wir oder sogar ein Insekt verstehen, was nichts ist? Wie kann ein Gehirn nichts darstellen? Dass auch Bienen, also Insekten, dafür die nötige Intelligenz haben, ist neu. Etwas länger wissen wir schon, dass auch Vögel und Affen dazu in der Lage sind, aber dass Insekten das können, also das zeigen auch Experimente mit Hummeln, die an eine versteckte Blüte gelangen sollten und dafür lernten, an einem Faden zu ziehen. Doch woher kommt dieses intelligente Verhalten? Hat es viel weniger mit höheren Hirnfunktionen zu tun, als wir bislang vermutet haben? Ein unfassbar spannender Aspekt für die Entwicklung künstlicher Intelligenz, denn Roboter beispielsweise sollen sich ja in äußerst komplexen Umgebungen zurechtfinden. Dazu Dyer: Eine Straße zu überqueren ist für erwachsene Menschen einfach. Wir verstehen, wenn es keine Autos, Fahrräder oder Straßenbahnen gibt. Aber was ist Null? Wie stellen wir dies für so viele komplexe Objektklassen dar, um Entscheidungen in komplexen Umgebungen zu treffen? Wenn Bienen Null mit einem Gehirn von weniger als 1 Million Neuronen wahrnehmen können, deutet das darauf hin, dass es einfache, effiziente Wege gibt, KI neue Tricks beizubringen. Einige Forscher und Forscherinnen glauben auch an die sogenannte Intelligenz ohne Repräsentation, ein Verhalten, das aus einer direkten, aber dennoch nicht rein automatischen Verarbeitung von Informationen resultiert, ohne dass Lebewesen dazu ein abstraktes Konzept verstehen müssten. Einige Forschungsteams nehmen in diesem Zusammenhang beispielsweise an, dass Spinnennetze ein Teil des kognitiven Systems der Tiere sind und die Netze umso straffer seien, je hungriger die Tiere seien. Der Fang von Beute wird damit wahrscheinlicher. Dazu ein Verfechter dieser Theorie, der australische Biologe Ken Cheng. Kognition ist von zentraler Bedeutung für die Intelligenz, kommt aber in mehr Variationen vor, als die üblichen Theorien besagen. Für viele Verhaltensforscher und Forscherinnen steht jedenfalls fest, so wie die klassische Biologie die Welt mit ihren Hierarchien beschreibt, ist sie so nicht mehr gültig. Denn demnach soll die Intelligenz eines Tieres umso kleiner sein, je weiter es vom Stammbaum des Menschen entfernt ist. So müssten also Schafe klüger sein als Vögel, denn diese sind keine Säugetiere. Es gibt allerdings nicht wenige Experimente, die das Gegenteil beweisen. Krähenvögel zum Beispiel sind nicht nur in der Lage, sich selbst im Spiegel zu erkennen und Werkzeuge zu nutzen, sie können auch langfristig planen. Dazu Jonas Rose von der Ruhr-Uni Bochum. Von Eichelhähern weiß man, dass sie Futter für die Zukunft verstecken. Wenn es in einem Käfig zum Beispiel zum Frühstück immer Mehlwürmer gibt, in dem anderen immer Erdnüsse und man den Eichelhähern am Abend vorher Erdnüsse und Mehlwürmer anbietet, verstecken sie genau das Futter, das es in diesem Käfig am nächsten Morgen nicht geben wird.
In Experimenten konnten sie mit Hilfe von Mikroelektroden im Gehirn der Tiere zeigen, dass das Arbeitsgedächtnis der Vögel mit dem von Affen vergleichbar ist. Zudem hat das Forschungsteam weitere Studien in Arbeit, die ein weiteres überraschendes Ergebnis haben. Demnach denken Vögel auf dieselbe Art und Weise wie Tiere mit einer Gehirnrinde, also nur mit weniger Ressourcen. Dabei verfügen Vögel überhaupt nicht über diese Schicht des Gehirns. Auch Tauben sind cleverer, als die meisten von uns wohl glauben. Sie können sinnvolle Wörter von sinnfreien Buchstabenkombinationen unterscheiden. Und diese Tricks müssen die Tiere wohl nicht einmal lernen. Entenküken erklären das erste Lebewesen, das sie in ihrem Entenleben sehen, als ihre Mutter. Egal, ob es eine Entenmama ist oder aber Gegenstände. Oxford-Zoologen prägten so Entenküken auf zwei blaue Kugeln, die an den Enten vorbeizogen. Danach entschieden sich die Küken für die identischen Formen, selbst wenn sie Kugeln mit verschiedenen Farben und Gegenständen mit derselben Form, aber mit fremden Farben zur Auswahl hatten. Doch das macht eine äußerst wichtige Sache in diesem Zusammenhang klar. Dazu Martino Truswell, einer der Oxford-Forscher. Wir wollten zeigen, dass jedes System, das beliebige Gegenstände identifizieren kann, auch dazu in der Lage ist, abstrakte Kategorien zu lernen. Das bedeutet nicht, dass die Enten ein abstraktes Konzept gelernt haben. Alles, was wir sagen können, ist, dass sie sich so verhalten, als ob sie ein abstraktes Konzept gelernt hätten. Heißt also auch Vorsicht vor Überinterpretation. In Tierexperimenten sollte man nicht vorschnell menschenähnliche Intelligenz in ein Verhalten reinlesen. Doch warum haben Säugetiere dann so viele Nervenzellen, wenn Tiere mit weniger Nervenzellen ähnlich intelligentes Verhalten zeigen können? Die Erklärung dafür: Die Ergebnisse scheinen ähnlich zu sein, doch für spezielle Leistungen in bestimmten Lebensverhältnissen braucht es wohl doch mehr Neuronen. Das Nervensystem der Tiere produziert jederzeit mögliche Verhaltensweisen. Mit vielen Neuronen generiert es jedoch auch besonders viele Verhaltensmöglichkeiten, um dann durch Versuch und Irrtum eine Lösung zu finden. Intelligenz also als eine Art Modulbaukasten mit verschiedenen geistigen Fähigkeiten. Das sieht auch Björn Brems von der Universität Regensburg so. Menschliche Intelligenz ist einzigartig. Einzigartig in dem Sinne, in dem auch die Morphologie eines Schnabeltiers einzigartig ist. Heißt also, die eben genannten Beispiele sind gar nicht so faszinierend, weil sie zeigen, wie intelligent Vögel oder Bienen wirklich sind, sondern weil sie zeigen, mit wie wenig neuronaler Rechenpower spezielle geistige Leistungen möglich sind. Für intelligentes Verhalten in Maschinen hieße das dann: Für höhere kognitive Fähigkeiten ist kein großes, weit entwickeltes Gehirn notwendig. Intelligentes Verhalten ließe sich sogar in ein kleines Roboterhirn einpflanzen. Ein Superrechner ist demnach nicht mehr notwendig. Und so kommen Neurowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Computerwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammen, um ihre Disziplinen zu vereinen. Das Unternehmen DeepMind hat ein neuronales Netz entwickelt, das Erfahrungen verallgemeinert. Es probiert wahllos Aktionen aus, um ein Problem zu lösen. Erfolgreiche Aktionen der Software werden belohnt und sie wird dadurch immer besser. Einer der Entwickler, Matthew Bottenwink, sieht dieses Meta-Learning als wesentlichen Schlüssel zur künstlichen allgemeinen Intelligenz, denn unsere Welt besitzt eine spezifische Eigenart. Wir erleben niemals dieselbe Situation zweimal, aber wir erleben auch niemals eine komplett neue Situation. Jedes intelligente System muss also die Fähigkeit besitzen, die Erfahrungen der Vergangenheit zu nutzen, um sie auf elegante und schnelle Weise auf neue Aufgaben zu übertragen. Als großes Ziel der KI-Forschung sieht er die Entwicklung einer Umgebung, in der die KI-Systeme leben, lernen und trainieren können. Den umgekehrten Weg geht ein Forschungsteam aus Deutschland aus dem echten Leben rein in ein daran angelehntes Computerprogramm. Hier wurden Modelle gebaut, die an die sogenannten Pilzkörper von Bienen angelehnt waren, dort, wo die neuronalen Netzwerke bei den Bienen zusammenlaufen. Hier wurde nur festgelegt, ob und wenn ja, wie stark zwei Nervenzellen miteinander verbunden sind. Dazu einer der Forscher, Lars Schittka. Dann haben wir ausprobiert, was passiert, wenn man Informationen durch diese Netze pumpt, sie also gewissermaßen verschiedenen Umweltstimuli aussetzt. Zwei Stimuli wurden zunächst trainiert, einer positiv, nämlich ein Blumenduft, der viel Pollen bringt, und ein Duft, der sich am Ende nicht wirklich lohnt. Dem entwickelten Netz wurden dann neue, aber ähnliche Düfte vorgesetzt und tatsächlich, die Bienenhirnsimulation bevorzugte einen Duft, der dem belohnten Geruch am ähnlichsten war und
der gleichzeitig maximal weit weg von dem Bestraften lag. So wurde also der Gesamtnutzen optimiert, was die Forscher auch als das Peak-Shift-Verhalten bezeichnen. Das Fazit des Experiments ist erstaunlich und soll so auf viele weitere KI übertragen werden, damit diese auf eine Art intelligent werden, wie es sich die meisten von uns heutzutage nicht mehr im Traum vorstellen können. Dazu der Zoologe Martino Truswell. Wir sind umgeben von unglaublich vielen Gehirnen, die in der Lage sind, Aufgaben zu lösen, die wir gern von Maschinen lösen lassen würden. Er nennt das Beispiel der Ameisen. Und wer weiß, vielleicht sind ja autonom fahrende Autos da schon bald so intelligent wie Ameisen. What? Okay, vielen Dank an die Redaktion von Technology Review, die dieses mindblowing Thema für uns recherchiert hat. Hier bekommt ihr, einfach draufklicken, ein gratis Heft und darunter geht's weiter mit einem anderen Thema von Technology Review. Was soll das? Erstes schwimmendes Atomkraftwerk. Bis dann. Bleibt dran.